Ja, Franklin, wo bist denn du hier? Wo hast du dich nur in der Pause rumgetrieben? Wo sind wir denn hier? An dem Kiosk? Tacos? Nicht Tortillas? Tamales? Was ist das denn? Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei GTA 5. Ist ein ausmodellierter Laden, wobei der Laden ist zu. Das ist aber kein guter Kundenservice. Tacos, Tortas, Quesadillas, was ist das denn? Jugos, hat das was mit Joghurt zu tun? Burritos, das sagt mir wiederum was. Aber Tortas? Ne. Tostardas, das kenne ich auch nicht. Was hier drin? Müllers. Dann brauche ich jetzt einen Wagen, oder hast du hier deinen Wagen irgendwo geparkt, Franklin? Wir waren ja gar nicht mit unserem Wagen unterwegs, wir waren ja... Auto, nicht weg. Ach Mann. Wir waren ja zuletzt mit dem... des Fotografen. Mit dem Wagen, den wir im Namen des Fotografen geklaut haben. Das Paparazzi. Ich sehe gerade da oben auf der Karte. Da ist ein P mit einem Fragezeichen. Wir müssen doch noch ein paar Autos für ihn klauen. Ach, da ist sein Motorrad wieder. Naja, mag ich ja nicht. Warum ist da jetzt... Wir haben doch noch nicht alle Wagen, oder? Oh, ein Ponte, da vorne. Links. Ich schau mal kurz nach. Nee, die Wagen sind gar nicht eingezeichnet. Dann fahre ich jetzt nochmal hoch. Müssen wir nach jedem Wagen Bericht erstatten? Kam der Wagen gerade aus dem Nichts? Ach nee, ich lasse den Wagen jetzt. Kann ich hier noch das Dach zumachen? Nee, ist kein Dach drin im Heck. Doch, okay. Gut. Aber in der Fahrt geht's nicht. Es bremst außerdem. So eine dicke Wand da hinten. Dann warte ich halt. Flupp. So. Stoffdach, so wie es ausschaut. Dann hoch. Mal gucken, was er zum ersten Wagen sagt. Oh, bisher habe ich... Oh, wir haben uns berührt. Wir haben uns womöglich berührt. Ey, was soll denn das? Steig in deinen Kackwagen. Deine Tür ist offen. Ich mach's dir mal zu, wenn's recht ist. Und jetzt hau ab. Solche lustigen Menschen hier in der Stadt. Ich bieg mal ab. Boah. Kurve gerade noch so bekommen. Der Wagensound kommt mir ein klein wenig bekannt vor. Der ist ziemlich dezent, der Wagen. Vom Sound her. Aber ich kann jetzt nicht aus dem Stegreif sagen, welcher Wagen noch so ähnlich klingt. Die fahren in Urlaub oder eher. Vielleicht fährt er auch alleine. Kann ja sein. Hat vielleicht einfach nur viel Gepäck dabei. Oder er zieht um. Dann nochmal da hochgedüst. Auto! Ja. Da saß sogar jemand drin. Ich dachte, das Ding parkt da. Nee. Da war niemand drin. Hat doch geparkt. Gut. Muss ich mir so keinen schlimmen Gedanken machen, dass ich jemanden umgebracht haben könnte. Ha! Ei. Das macht uns noch den Unterboden kaputt. Blöde Motorrad. Was hat er gerade weg da gerufen? Das klang so. Ach, ist schon wieder so lustig. Ein Blister Compact. Oh, die Sonne steht aber auch schon wieder herrlich. Herrlich. Ich schaff das noch. Ist doch wieder hier bei den Mülltonnen. Gut, die haben uns schon einige Male hier getroffen. Mal gucken, wie zufrieden er mit dem Wagen ist. Hey, watch out, man. Klopf, klopf, wir wissen mittlerweile, wo du steckst. Gaia! Motherfucker, would you stop doing this shit? Oh, oh, it's you. Hey, how's it going, homie? Hä? Das hatten wir doch schon. Yeah, hey, you seem incredible lately? Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait, wasn't he in the men's room? Nah. Oh, shit, I gotta tell you, this is... Fuck, crap, that hurt.
Man, you're not gonna believe this. They want to do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big. I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy. Oh, yeah, boy. Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, if you get a chance, right? I mean, there's no rush, okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, well, whatever, man. All right. Yeah. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. I'm good. I'm good. I'm okay. Wow, everything's good. Das haben wir schon genauso gekannt. Aha, das ist ja gerade interessant. Da kommt gerade ein Hinweis hier, automatisches Speichern ist aktuell deaktiviert und in der letzten Folge, bevor ich raus bin, nicht gespeichert, obwohl ich hier... hallo? Hier gespeichert habe. Komisch. Hat er der Social Club wieder dazwischen gefunkt? Also wir müssen jetzt den Wagen nochmal holen, weil er sich das nicht gemerkt hat. Okay. Oder ich fahre zu einer anderen Örtlichkeit. Was sind gerade in der Nähe eingezeichnet, wenn überhaupt? Noch gar nichts. Okay, ich fahre erstmal ein Stück gegen den Motorradfahrer. Ich wollte ihn da draufsetzen. Ging leider nicht. Moment, unbewaffnet. Guck mal. Fängt nur wegen eines Fingerzeigs. Fährt er auf einmal los. Komischer Karz. Komm, fall doch runter. Geht doch. Ey, der macht's einem aber auch schwierig. Ach, bin echt gemein zu den Motorradfahrern, ich weiß, aber da fehlt Straße. Merkt man das, wenn man hier durchfährt? Das ist ja cool. Das Schlagloch ist deutlich zu spüren, aber am Wagen macht das nichts. Aber schön, auf was für Details doch so geachtet wird. Was ist denn hier? Das ist hier ein Erdrutsch oder Beverly, jetzt hat er sich gemeldet, genau. Jetzt hat er uns gerade die Lokalisation durchgegeben. Wobei Straße, das sieht auch schon wie immer da. Schnappschüsse, Schnissschüsse. Ne, hier war keine Straße. Definitiv nicht. Dann will ich auch nicht lernen. Interessant, wie die Straße hier beendet. So ganz komisch. Ups, da war das Rücklicht aus. Wie komme ich jetzt hier wieder gut rüber? Oh nein. Moment. So. Na? Oh, können wir Schubkarre fahren? Das wäre ja cool. Aber schön, worauf hier so geachtet wird. Auf die kleinen, feinen Dinger. Na gut, dann nochmal. B Fragezeichen da hinten. Da ist auch eine Markierung. Dann fahre ich jetzt erstmal hier vorne links zu der. Gut, dann müssen wir den Wagen, der nicht starten will, mit der Beute hinten nochmal holen. Oh, da waren aber gerade viele Motorradfahrer. Da vorne ist auch einer. Ein Mopedfahrer. Ich konnte es jetzt nicht so auf die Schnelle identifizieren. Schon wieder dunkel. Wie spät haben wir es denn? 20.39 Uhr. Eine schöne Zeit auf jeden Fall. Hier dieser flache, breite Wagen. Ich habe noch nicht den Namen gemerkt. Achtung! Bist du ein Schwein? So, jetzt rufen wir an. Das sieht toll aus. Our friend Poppy Mitchell has just been spotted in a high-speed chase with the cops! Like right now, bro! Apparently she's wasted!
Get after them! See if you can snag a shot of her getting busted! Okay. Verfolge Poppy. Das kann ja wieder was werden. Soll ich mir einen besseren Wagen holen? Weil der ist schon etwas angeschlagen. Ich muss auf jeden Fall hoch laut Karte. Wo sie jetzt hin? Okay, weiter oben. Hier fliegt auch ein Helikopter mehr. Ja, Polizeiverfolgung. I guess that's her. Hey, wir kommen ja so langsam zu Hause an. Jetzt sind die hier. Okay, hier ist noch eine Straße. Ich dachte, die sind jetzt querfeld eingefahren, aber nein. Was, während der Fahrt jetzt mit dem Handy spielen und ein Foto machen? Dafür werden wir doch festgenommen. Hoppala. Verfolgt sie die Polizei oder wie? Hier? Nee. Wollte schon sagen. Was ist denn da verkehrt? Da wird gerast. Betrunkenheit am Steuer. Oh. Ja, wer hier wohl besoffen fährt? Echt nicht ganz sauber. Und sowas nennt sich hier Ordnungshüter. Und jetzt? Ich sollte sie einholen. Ich ramme mal den Polizisten. Wobei, er findet das, glaube ich, nicht so cool. Vielleicht sollte... Nein! Vielleicht sollte ich sie mal rammen. Oh, nee. Ja, zum Glück kommen wir gleich wieder auf die Straße. Nochmal Glück im Unglück gehabt. Oder Glück im... nicht fahren können. Wo fahren die denn lang? Kann man die wegrammen, die Laterne? Ich weiß es nicht. Das sieht nach einem Hotel aus. Voll über den Parkplatz geräubert. Aua. Das tut dem Fahrwerk nicht gut. Die Armstoßdämpferchen. Okay, kann man wegrammen. Noch was. Oh, fies. Sprungschanze. Gucken, wie lange unser Wagen das mitmacht. Hinten stehen die Räder schon ganz schön quer. Fahren Sie an den Straßenrand. So wie die sich bisher verfolgen lässt, würde die das ganz bestimmt nicht machen. Aber man muss es zumindest gesagt haben. Bums. Get out of the car! This isn't happening. This isn't happening. This is happening. Step away from the vehicle. But I'm mental. This isn't mental. There, there. Komm mal her, Kamera. Unten. Speicherplatz wird überprüft, ernsthaft? Das müsste mindestens reichen. Das ist sogar noch besser. Senden. Darf ich mithelfen? Oh, ich war zu nah dran. Oh. Ach Mann, war klar, dass mir das passiert. Okay. Schwein gehabt. This isn't happening. This is happening. Step away from the vehicle. But I'm mental. This isn't meant to happen to me. There, there. Nein. Wir sollten es wegpacken, oder? Setzt sie sich dahin. Wie sie? How did I look? Oh yeah, good. Hey, can I get an autograph? I'll do anything if you let me off. Anything? Noch eins. Das ist wirklich besser hier. So, und das wird gesendet. Kann ich wieder ins Auto? Wir wollen ja keine Aufmerksamkeit erregen. Das Auto schleppen die aber nicht ab, hä? Der Kollege fährt nicht mit. Hä? Was? Nein? Ach, ich hätte noch den Absender, den Empfänger wählen müssen, oder? Ich habe das hier weggeklickt. Nochmal bitte. Alle guten Dinge sind ja auch manchmal drei. Schneller. You're Poppy Mitchell.
I saw that video of you. How did I look? Oh, yeah. Good. Hey, can I get an autograph? I'll do anything if you let me off. Anything? Anything. Oh, Einladung. So, das reicht doch. Foto senden, Leertaste. Ihn da auswählen. Prima, verschwinde, bevor sie dich einbuchten. Wäre noch schöner. Bestanden. Bums. Lebt nicht mehr. Die sind echt ganz schön empfindlich. Kann ich ihn da irgendwo eine Schlucht runterschieben, ey? Fängt jetzt aber auch nicht wegschieben, als ob er auf der Bremse stünde. Gut. Wieso ist denn der Wagen wieder ganz? That photo! What can I say? A-grade journalism! Our little sex tape said sloppy poppy and a full-blown meltdown! How does it feel to be on the front lines, dude? Shit, it ain't exactly Iraq, man. And you know what? I might feel a little less degraded if I was fucking getting paid. All in good time. The truth comes first. I'll be in touch. Mann, ist etwas frustrierend, wie gut die doch auf ihren zwei Rädern stehen können. Da ist wieder einer. Ist hinter uns gefallen. Was ist los? Gibt's Probleme? Wer hat da gesprochen? Haben wir jetzt schon die nächste Mission? Auf dem Schirm dürfen wir? Ja, dürfen wir schon. Dann mache ich das jetzt mal, ey, das Spiel sich das nicht merken kann, wenn wir gerade in dieser Phase von den Einflusskreisen abklappern sind. Dann mache ich das lieber mal. Ich fahre zur großen, also nach links. Dann kriege ich das schnell. Und wenn ich will, komme ich doch irgendwie von der Autobahn runter. Hat man ja in der... Ja, es war keine Steilkurve. Auf jeden Fall in der schnellen Kurve gesehen. Aua. Das ist nicht nett. Achtung, Geisterfahrer. Wenn wir die auf die Bremse steigen. Dabei sind die gar nicht so schnell. Da drüben. Ja. Oh, das Motorrad steht. Cool. Also wenn ich hier dem Spiel die Handbremse ziehe, gut, die hat mehr Bremsweg als die normale Bremse, dann stehe ich nicht so quer. Aber die wollen vielleicht ausweichen. Wenn ich auf den Zufahrer und Bremse? Ah, dafür musst du schon lenken. Zumindest im Spiel als Spieler. Jetzt habe ich schon wieder ein Motorrad verpasst. Genau, hier müsste ich dann eigentlich runter. Oh, schon wieder Geisterfahrer. Nichts passiert. Aua. Was ist denn da unten schon wieder los? Da. Ja, ja. Das Verbrecherleben, das ruht nie. Auch nicht nachts. Fahre ich hier gleich mal runter, wenn es geht? Ne, hier ist eine geschlossene Mauer. Aber hier könnte ich hoch. Muss ich sowieso runter. Haben wir das gleich mal erledigt? Was quietscht denn hier so? Ah, es war doch gar nicht knapp, Franklin. Also jetzt übertreibt man nicht, bitte. Steht schon wieder ein Reifen? Das klingt schon leicht quietschend. So, welcher Promi wartet hier? Soll ich aussteigen? Dann gibt es eine Verfolgungsjagd, dann bin ich zu weit vom Auto weg. You know Princess Georgina, that snooty English royal? She, not really. She don't kick it in Chamberlain Hills much. Well, word has... Was? Wieso hat denn der jetzt aufgehört zu reden? Trifft dich mit der Kontaktperson. Da hinten? Oh. Ihre Hoheit, Paparazzo. Ein kleiner Park. Achtung, ich fahre links und rechts vorbei. So, wo steht denn die Kontaktperson? Hoffentlich fahre ich sie nicht um. Ah, da. Dann noch auf der anderen Straßenseite. Aqua. Was ist denn das für ein auffälliges Auto da drüben? Na.
auffälliges Auto. Aua. Moment, ich zeig dir was. Guck mal her. Lass mich meinen Finger dir zeigen. Geht nicht. Ach, wenn des Laufens geht, das nicht okay. Gut, dann halt bloß im Auto. Hallo. Bist du? You Beverly's boy? Shit, I guess I am, huh? They're round back. Heavy security. I'd take a photo from the roof if I was you. Okay, I gotta go. This conversation never happened. Yeah, I got you, homie. It's good. Schicke Beverly ein Foto der Prinzessin. Hey, das Gespräch hat's gegeben. Ich hab's sogar aufgezeichnet. Oh, Geld hab ich. Sticky cowboy, mindless passion, purple plunder, endless panic, whatever you want. Okay, dann machen wir das aber mal in der nächsten Folge. Wenn ich mir dann wieder viel, viel Zeit lasse, um das Ganze vielleicht 2-3 Mal anzugehen. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.